Die Buchhaltung, die Sie hier nennen, ist wahrscheinlich die Triebfeder der Schrifterfindung gewesen in Mesopotamien. Der Grund sogar. Ja, und das Ganze ist parallel zur ägyptischen Kultur. Es ist heute eine viel diskutierte Frage, ob in Ägypten oder in Mesopotamien die Schrift zuerst auftrat und ob es eventuell eine Beziehung zwischen beiden Schrifterfindungen gibt. Also die Tendenz geht sogar dahin, dass man mit Impulsen aus Mesopotamien in Ägypten rechnet. Also nicht eine direkte Übernahme, aber eben geistige Impulse, die dort zur Ausbildung der Hieroglyphenschrift geführt haben. In der Bibel heißt es, dass das Paradies zwischen vier Flüssen gelegen habe. Einer heißt Euphrat, einer heißt Tigris und das andere mag das Meer sein, das Mittelmeer und das, der Persische Golf. Das heißt also gewissermaßen, es wird als Paradies bezeichnet, was hier sozusagen als Landschaft, als gartenähnlicher Ackerbau, ja, als Städte, die einen Tempel haben, die ein Gemeinwesen besitzen, sozusagen hier in Existenz tritt. Und es wird gesagt, dass diese Zivilisation aus Paradies und Terror entsteht. Zum Terror gehört auch immer die Abwehr. Ja? Terror ist ja auch eine Schutzimpfung gegen Terror. Ja? Ist da etwas dran, wenn Sie an die Assyrer später denken oder was ihnen vorausgeht, an Kriegsmaschinerie und Herrschaftsmaschinerie? Also wir können eben schon an den frühesten Quellen erkennen, dass es eben schon im ausgehenden 4. Jahrtausend Kriege gegeben haben muss. Es werden zum Beispiel Gefangene dargestellt auf den ikonografischen Quellen. Und sobald die Keilschrifttexte verständlich werden, findet man auch Nachrichten darüber, also Soldaten und Ähnliches. Andererseits, die Kooperation war sicherlich entscheidend an der Herausbildung dieser Hochkultur beteiligt. Man nimmt an, dass unter anderem eben die Bewässerungskultur, die ja im Süden Mesopotamiens notwendig war, das Land ist zwar, hat einen guten Boden, es ist Schwemmland, aber es hat wenig Regenfall. Und es muss künstlich bewässert werden und diese frühen Bewässerungssysteme dürften eben zu dieser Urbanisierung entscheidend beigetragen haben. Und dann kommt noch ein Faktor hinzu, den Sie auch schon angesprochen haben, nämlich, dass man ein Gemeinwesen damals eigentlich nicht trennen konnte vom Tempel. Wir sehen schon in den Jahrtausenden vor der Schrifterfindung, dass sich in diesen dörflichen Kulturen bestimmte zentrale Bauten immer deutlicher von den normalen Bauten abheben. Manche bezeichnen sie als Tempel, aber richtiger ist wahrscheinlich, dass das Gebäude waren, die sowohl kultische als auch soziale und wirtschaftliche Funktionen hatten. Und im dritten Jahrtausend können wir das dann zum ersten Mal deutlicher wahrnehmen, dass eben der Tempel idealiter sozusagen die Kernzelle der frühen Stadtstaaten war. Das heißt, ein Tempel war eben nicht nur ein Haus der Verehrung von Göttern, sondern das war ein Haushalt. Ein Haushalt, wo sozusagen der Ackerbau also reguliert wird, gesteuert wird, die Produktion gesteuert wird und die Verteilung garantiert wird. Ja, genau. Also ein, sozusagen ein Haushalt, in dem eine Umverteilung von Gütern stattfindet. Das heißt, da gehört Landbesitz dazu, Viehwirtschaft, Ackerbau, sozusagen die Fischerei. Form des Naturalientauschs. Ja. Bevor es einen Markt und eine Geldwirtschaft gibt, ja, gibt es diesen organisierten Naturalientausch. Ja, also man hat das sogar eben als Tempelwirtschaft bezeichnet. Auch das ist natürlich in der Diskussion, inwieweit das voll zutrifft und inwieweit das übertragbar ist von Südmesopotamien auf andere Regionen. Aber jedenfalls im Süden Mesopotamiens war das sicher, ist diese Bezeichnung für die frühe Zeit sicher nicht ganz falsch. Nur darf man sich kein Nebeneinander oder Gegensatz zwischen sozusagen Tempelwirtschaft und Privatwirtschaft vorstellen. Denn das waren wahrscheinlich dieselben Leute, die gewissermaßen für das Gemeinwesen, in dessen Mittelpunkt eben der Tempel stand, und dann eben aber auch für sich selbst gewirtschaftet und gehandelt haben. Jetzt gibt es einen Götterhimmel, ein Pantheon
Ja, nicht? Es ist also nicht ein Gott, obwohl jede Stadt wahrscheinlich einen hat, ja, den es bevorzugt. Ja, aber es gibt sozusagen eine Fülle von Göttern. Ja, also wir finden etwa um 2600 vor Christus die erste Keilschrifttafel, die uns eine Liste von Göttern überliefert. Und das sind also in dieser Liste schon ein paar hundert. Und in der Tat gibt es, sind uns eben die Namen sehr, sehr vieler Götter aus Mesopotamien überliefert. In der Regel ist es so, dass in einem Ort oder eben in einem Stadtstaat eine Gottheit an der Spitze eines Lokalpantheons steht. Und dieses Lokalpantheon ist in etwa analog strukturiert zu einem königlichen Hof und Haushalt. Ja, am eindringlichsten gestaltete Stück Literatur ist der Atramchasis-Mythos. Da ist es so, dass der Mensch aus Lehm und Fleisch und Blut eines geschlachteten Gottes geschaffen wird. Und das sagt natürlich unter anderem, dass der Mensch eben einen göttlichen Teil in sich trägt, der dann nach seinem Tod in der Unterwelt weiterlebt. Und das Ganze ist auch sehr typisch für die altorientalische Kultur, sehr stark mit dem verwoben, was wir als Sprachspiele oder Wortspiele bezeichnen würden. Das heißt, man hat in dem akkadischen Mensch, Wort für Mensch, Avilum, das Wort Ilum, Gott zum Beispiel, gesehen und das dann mythologisch ausgestaltet. Also ein hochkomplexes Werk und eben auch eine sehr anregende literarische Ausgestaltung. Wenn Sie mir beschreiben sollten, wie fern diese Welt von der unsrigen ist, was würden Sie dann sagen? Ich würde zunächst mal betonen, dass wir eigentlich aus dieser Welt hervorgegangen sind. Also nahe sind. Ja, das ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber wir stehen auf diesem Boden. Wir stehen auf, sozusagen, wir stammen letztlich aus dieser Tradition. Denn das Judentum und das Christentum sind ja im alten Orient, wenn man so will, entstanden. Und vieles lebt ja heute noch fort. Ich will nur ein paar Beispiele erwähnen. Die Zeiteinteilung mit ihren 60er-System, das ist gut babylonisch. Also das Zahlensystem in Mesopotamien war eben ein Sexagesimalsystem. Oder unsere Monate, die im Nahen Osten zum Teil noch die alten babylonischen Namen tragen. Also auch der jüdische Kalender, die Monatsnamen stammen aus dem Babylonischen. Also wir haben jede Menge. Wie heißen diese Monate auf Babylonisch? Ja, es beginnt zum Beispiel mit dem Nisan, der ja Hebräisch noch genauso heißt. Und ja, dann geht es, ich will jetzt nicht alle aufzählen, Nisan, Ayar, Siman, so geht das weiter. Und die leben eben im Arabischen, im Hebräischen und sogar zum Teil aus dem Arabischen übernommen, im Türkischen noch heute fort. Sie haben hier sorgfältig aufgeführt, zum Beispiel das deutsche Wort Grimm. Ja, das kommt, sagen Sie, etymologisch von mit den Zähnen knirschen. Ja, also von einem Verb, von einer Tätigkeit. Dann das Wort anblasen, anfachen. Das wäre Zorn. Wut kommt woher? Das hängt mit dem lateinischen Vatis zusammen, nicht? Was ja also Dichter heißt und Seher. Also die Vorstellung ist wahrscheinlich die eben einer Ekstase. Ach so, ja. Der Beobachter, der man gerät Wut außer sich. Außer sich, ja. In Zungen redend, ja. Kann die Zukunft vorhersehen. Ja. Wie von Sinnen. Ja, nicht der griechische. Außer Häuschen. Der griechische Mantis kommt eben ja auch von einem Verbum Mainomai. Das bedeutet Rasen, in Ekstase geraten. Das ist dieselbe Vorstellung. Zu Zorn gibt es hier die Assoziation Hitze, Röte, Schnauben. Ja. Dann gibt hier eine ganze Reihe. Ja? Ergrimmen, Zürnen, Agagu. Wie wird das ausgesprochen? Ja, Agagu, das heißt, das ist ein akkadisches Verbum, nicht? Das heißt eben zornig sein oder grimmig sein. Ja. Und es ist wichtig, dass man diese verschiedenen Tönungen, ja, nicht in unserer Sprache, ja,
vergleicht mit Tönungen, die man vermuten kann, ja, in dieser fernen Zeit. Ja. Ja. Also ich meine, das ist natürlich jetzt wieder ein anderes, sozusagen ein anderes Kapitel aus unserem Fach, das wir versuchen müssen, eben an die damalige, an die damaligen Bedeutungen möglichst nahe heranzukommen. Und vieles, was man so lesen kann in Übersetzungen, sind natürlich mehr oder weniger Stereotype, wenn man so will, also Hilfsübersetzungen. Denn um die genauen Nuancen zu verstehen, ist es natürlich notwendig, also die zeitgenössische Literatur sich anzusehen. Und vieles wird man gar nicht genau übersetzen können, weil unsere Lebenswelt sich geändert hat und wir einfach mit denselben Wörtern unter Umständen ganz andere Assoziationen verbinden. Aber es sind ja manchmal ganz vertraute Situationen. Da ist ein Nomade, ja, und der ist irgendwie wild, ja. Ja, und jetzt wird er von einer Prostituierten oder Hetäre, ja, mit Bier versorgt, bekleidet, und so wie er bekleidet ist, nimmt er auch ein Stück Zivilisation an, wie eine zweite Haut. Das sind ja, sagen wir mal, Erzählungen, die schon sehr interessant sind, bei denen man gewissermaßen Tönungen bemerkt. Ja. Nur wir müssen diese Tönungen eben wissenschaftlich nachweisen. Ja. Und man darf sich also nicht allzu sehr aufs Gefühl verlassen. Nicht? Also ein Beispiel ist diese Episode aus dem Atramchasis-Mythos, wo sich am Schluss die Götter, wie es heißt, wie Fliegen um den Opfer Opfer versammeln, um den Opferrauch. Nach Ende der Sintflut. Ja, ja, jetzt werden wieder nicht, Opfer gebracht. Wenn die so Menschen, haben die Götter, genau, Götter schon gehungert. Genau. Ja? Nicht? Und Gott sei Dank oder dem Menschen sei Dank wurde ja der Mensch bewahrt vor dem vollständigen Untergang. Und eben der Sintflutheld bringt sein erstes Opfer dar. Und dann heißt es eben, die Götter versammeln sich wie die Fliegen um den Opferduft. Und das klingt natürlich auf Deutsch, wenn ich keinen Hintergrund habe, eher ein bisschen despektierlich, um nicht zu sagen ironisch. Das könnte mitgeschwungen haben. Aber andererseits wissen wir eben, dass die Muttergöttin, die ja die Menschen geschaffen hatte und die hier besonders besorgt auch um die Menschen war in dieser Sintflutgeschichte, dass eben die ein Fliegenhalsband trug. Warum, wissen wir jetzt auch nicht genau. Aber diese Episode ist natürlich eine Erklärung. Sie versammeln sich nicht wie die Fliegen, sondern wie die ein Fliegenhalsband tragende Muttergöttin sie anführt. Es ist eine Erklärung eben dieses ikonografischen Merkmals der Muttergöttin. Sie kommen als Götter, nicht als Gierige. Ja, und der Mythos dient ja eigentlich meistens dazu, gewisse Dinge im Kult oder im Leben zu erklären. Und das ist eben auch ein Beispiel dafür. Und zwar sehr konkret im Leben. Ja. Das heißt also zum Beispiel eine, wenn Sie so wollen, eine Art Fluch oder eine lange Gedichtserzählung, die endet damit mit einem Vorschlag, wie man den Zahnschmerz behandeln kann. Ja? Der Zahnschmerz gedeutet als Wurm. Ja? Ja. Nicht? Aber das ist eine lange, epische Struktur, ja. Ja, die gewissermaßen wie so ein Schadensverhütungszauberspruch durch Aufzählung der Schäden, ja. Ja, sie klingt. Ja, das ist eigentlich eben gar kein, in erster Linie gar kein Schöpfungsmythos. Nein. Es ist ein magischer Text, eine Beschwörung eben gegen Zahnschmerz. Und um diese Dinge in den Griff zu bekommen, wollte man natürlich ihren Ursprung kennen und sozusagen Dinge, deren Ursprung man weiß, kann man auch kontrollieren, kann man bekämpfen. Nicht? Und deswegen ist dieser Text eben eingebettet in die Beschwörung. Man nennt das Historiola, also eine kleine Geschichte. Das findet man eben in vielen magischen Texten bis auch zu unseren althochdeutschen Merseburger Zaubersprüchen zum Beispiel, nicht? Die ja auch eigentlich so eine Geschichte von, also Baldur und Wotan, die in den Wald reiten, nicht? Dann verrenkt sich das Pferd den Fuß und das wird geheilt und das wird eben in der Magie dann wiederholt, dieser Vorgang. Nicht? Als Anu, das ist der Himmelsgott, den Himmel erschaffen hatte, der Himmel die Erde erschaffen hatte, die Erde die Flüsse erschaffen hatten, die Flüsse die Kanäle erschaffen hatten, die Kanäle den Morast erschaffen hatten, der Morast den Wurm erschaffen hatte, da ging der Wurm zu Shamash, dem Sonnengott, der eben auch für Gerechtigkeit zuständig ist, und weinte
Vor Ea, das ist der Weisheits- und Schöpfergott, flossen seine Tränen. Was gabst du mir zu essen? Was gabst du mir zu saugen? Und dann erklärt er ihm, ich gab dir die reife Feige, die Aprikose, den Apfel. Und der Wurm antwortet, was soll mir die reife Feige, die Aprikose, der Apfel? Hebe mich hoch und setze mich zwischen Zahn und Zahnfleisch. Vom Zahn will ich Blut saugen, vom Zahnfleisch Stückchen nagen. Und damit ist der Zahnschmerz natürlich und der Zahnwurm erklärt, nicht? Man kann sich auch lebhaft vorstellen, dass im Hintergrund natürlich der Nerv steht, der Zahnnerv, der ja auch ein bisschen wurmartig aussieht. Genau. Haben die Anatomie betrieben? Ja. Allerdings weniger im Dienste sozusagen der menschlichen Heilkunde, das sicher auch. Aber die Kenntnisse stammen vor allem vom Opferwesen, denn das ist auch ein wichtiger Zug der altorientalischen Religion, dass man versucht hat, die Zukunft zu erforschen, und zwar mit Hilfe der Divination. Und eben das wichtigste Verfahren war die Opferschau. Das heißt, man hat die Eingeweide des Opfertieres beobachtet und aus den verschiedenen Merkmalen Omina abgeleitet, also Zukunftsvorhersagen. Und diese, vor allem die Leber, die galt als Schreibtafel der Götter, die hat man sehr genau inspiziert. Da gibt es auch sehr, sehr viele individuelle Veränderungen. Und uns sind also Hunderte, wenn nicht Tausende von Lebermodellen aus Ton überliefert, die solche Lebern darstellen, zum Teil auch beschriftet. Das hat man aufrechterhalten. Das heißt, da sind nicht einfach die Priester, die dem König die Leber erläutern und weissagen, sondern sie müssen auch die bestimmte Leber, was sie gesehen haben, abbilden. Das wird dokumentiert, und zwar vor allem zu wissenschaftlichen Zwecken, denn man hat diese Omina gesammelt, und also im Laufe der Jahrtausende sind dann riesige Kompendien, bestehend aus vielen, vielen Tafeln, also heute würde man sagen Büchern, zustande gekommen, in denen dann der Opferschaupriester nachsehen konnte im konkreten Fall. Auch Vorfälle, also Präjudizien von Weissagung. Ja, und man hat also die ältesten Beispiele, es sind Tonlebern, so etwa Anfang des zweiten Jahrtausends, die uns sogar historische, also solche Omenbefunde mit historischen Vorgängen, also zum Beispiel der Eroberung einer Stadt oder so durch einen bestimmten König, assoziieren. Traten die Wahrsagungen ein? Ja, offenbar hat man sie deswegen aufgehoben. Und man hat das natürlich extrapoliert. Das heißt, man hat dann künstlich ganze Paradigmen geschaffen. Nicht? Also wenn meinetwegen eine Gallenblase vorhanden ist, das ist ja das Normale, 2, 3, das ist also schon ziemlich unwahrscheinlich und Ähnliches. Nicht? Man hat also das wirklich ausgestaltet. Ein Tier mit 3 Gallenblasen, also eigentlich eine Missgeburt, Fehlentwicklung. Ja. Die würde schon was sagen, größte Gefahr oder größte Chance? Das hängt davon ab, und zwar, dass diese Methode beruht eben darauf, dass die Leber eingeteilt wird in eine freundliche, also die Seite des Mandanten, und eine feindliche Seite. Und wenn sich eben ein günstiges Anzeichen auf der eigenen Seite befindet, dann ist natürlich gut. Wenn sich es auf der Gegenseite befindet, ist es für den Opferer schlecht und den Feind gut. Das ist des Schicksals, nicht? Ja. Also, und da kann ich würfeln drauf. Ja. Kann ich setzen. Aber es ging eben nicht darum, sozusagen die Zukunft im Allgemeinen hier vorauszusagen und zu erforschen, sondern es ging immer um Entscheidungshilfen in konkreten Fällen. Und dieses System hat sich auf noch nicht ganz klaren Wegen ja bis in die lateinische Antike erhalten. Die Etrusker waren ja berühmt sozusagen im Römischen Reich als Opferschauer. Auch da gibt es übrigens solche Modelllebern, zum Teil eben auch beschriftet. Das ist eine frappierende Ähnlichkeit mit dem alten Orient. Also auch hier sieht man wieder, dass wir letzten Endes also nicht so fern von dieser Welt sind. Das ist ja eine Riesenkarte, Ihre Forschungen, über 3000 Jahre hinweg. Etwa 3000 Jahre. Ja.
Nicht? Und überall, ja, finden Sie Niedergänge, Aufstiege, ja, Mischungen, Subtext, Haupttext. Etwas ist an der Oberfläche, etwas ist in der Tiefenzone. Ja, ja, das macht das Fach auch spannend, ja, muss man sagen. Und ja, wir können eben in den späteren Epochen auch immer deutlicher beobachten, dass das nicht alles gleichzeitig aus einem Guss ist, sondern dass es so ähnlich schon war wie in der griechischen Antike, wo man eben auch deutlich, meinetwegen zwischen einer Philosophenreligion und einer Volksreligion unterscheiden kann. Also so ähnlich muss man das sich im Grunde zumindest im ersten Jahrtausend vor Christus in Mesopotamien auch vorstellen. Aber die wichtigen sumerischen Literaturwerke, die wurden in den Schreiberschulen immer weiter abgeschrieben und zum Teil ins Akkadische übersetzt. Und noch die späten Könige, also zum Beispiel Assurbanipal, die verfassten offizielle Inschriften oder ließen verfassen auf Sumerisch. 2000, ja, oder sagen wir 1500 Jahre etwa nach Aussterben dieser Sprache. Das ist eigentlich sozusagen, das Sumerische ist der Mond, die Fremdheit, ja, von denen für, ja, die Spätbabylonier. Es gibt sogar noch eine Parallele, nämlich das Sumerische war auch die Kultsprache. Das heißt, der Gottesdienst im Tempel fand ebenso wie bis vor nicht allzu langer Zeit in der katholischen Kirche auf Lateinisch, so fand er auf Sumerisch statt. Ach. Ja. Und es gibt sogar noch späte Kalschrifttexte, in denen also solche sumerischen Texte in griechischen Buchstaben wiedergegeben sind. Da überlappt sich das wirklich nicht mit unserer vertrauten Antike. Also, dass es etwas gibt außerhalb der Erde, ja, der Welt, der Alltäglichkeit, ja, dass ich als Gott oder als Schrift oder als frühere Sprache, ja, noch zur Verfügung habe. Also, ja, zur Differenzierung einer komplizierten Gesellschaft gehört, dass es das Fremde auch noch gibt. Ja, das Überlieferte und, genau, gibt. Und unter Umständen eben auch sozusagen die Differenzierung zwischen Kult und Alltag oder sozusagen sakraler Sphäre. Das hat sich ja wiederholt. Also auch das Althebräische ist ja praktisch schon wahrscheinlich im 6. Jahrhundert als Umgangssprache ausgestorben und durchs Aramäische verdrängt worden. Aber die heiligen Texte hat man natürlich weiter tradiert auf Althebräisch. Das ist eine Mehrweltenkultur. Ja, nicht? Und ja, Ähnliches hat man ja in anderen Kirchen auch, nicht? In der orthodoxen Kirche das Altgriechische oder in der koptischen, in der ägyptischen christlichen Kirche das Koptische. In Äthiopien das Ge'ez, also es ist eine vertraute Erscheinung. In Indien das Sanskrit. Und ich kann mich im fernen Spiegel besser selber erkennen. Ja? Einerseits ja, und andererseits werden die Priester dadurch natürlich, wie es eben bei Dostojewski heißt, nicht, sie werden die Verwalter des Geheimnisses. Das schafft natürlich auch neue Eliten. Muss man auch sehen.